Einen wunderschönen guten Tag. Also wenn ein Vlog mit diesem Mann anfängt und mit so viel Kleingeld... Das kann der Talk werden. Nur schlecht. Ja. Dieser Vlog enthält Etzalan Product Placement, und zwar diese Matratze hier. Die habe ich von der wunderschönen Firma Lilly oder M. Lilly, The Legend of Comfort, gesponsert bekommen. Genauso wie die Matratze, die jetzt momentan auf meinem Bettgestell nach ihrem Dienst tut, seit 6,5 Jahren mittlerweile. Die habe ich damals auch geschenkt bekommen von einer wundervollen Firma für ein Review. Ich weiß gar nicht mehr, welche Firma das war. Ist auch scheißegal. Das hier wird jetzt meine neue. Sieht aus wie so eine Termitenkönigin. Okay. Geil. Matratzerik Sip nimmt jetzt... Entsorgungsdiensterik Sip. Ich sorge eigentlich nur dafür, dass die Leute aus unserer Gruppe, die die eigentlich haben wollen, nicht bekommen. Ich schmeiß sie einfach nur weg. Giga Sip. Ja, also dieses Stück hat mir jetzt wirklich lange gute Dienste geleistet, und das hier... Ja, kann mal wissen, wie viele stark übergewichtige Dirnen hier drauf lagen. Ich lag hier noch nicht drauf. Matratzerik Sip. So, ich glaube nicht, dass es gut ist, es hier einfach reinzuschneiden, deswegen mache ich es einfach. Ja, warte mal, soll ich das nicht vorher hinlegen? Ich glaube schon. So, ja, das ist, glaube ich, vernünftig. Springt doch jetzt auf, oder? Ich hab irgendwie Angst. Da steht das saumäßig unter Spannung. Das geht, das geht. Okay, das ist äußerst angenehm. Okay, jetzt lasse ich das Ganze erstmal sich aufplustern und atmen. Okay, die ist auf jeden Fall um einiges flacher als meine alte. Warum so gute Laune heute? Kind, wer keinen Döner zum Frühstück speist? Aktiver Spritzer am Werk. Charlie, geh ich nicht vergessen, oder? Ja. Ich finde das sehr gut, dass du dich einfach nur, weil es wirklich eine sehr, sehr gefährliche Krankheit ist, einfach privat jeden Tag testest, wenn du Gäste empfängst. Du gehst wirklich mit einem guten Vorbild voran in dieser Welt. Ich bin keiner, der gebubert oder gebubert macht. Ich bin kein Bubert. Ich habe auch aufgehört zu rauchen. Aber ich kenne dich. So nah ist Frederik Seib noch nie einer Karotte gekommen. Sicher? Uff. Stabile Technik, Brusen. Feinstige Därme. Und das sieht aber wirklich sehr schmackhaft aus. Die Füllung rauskommt. Wie nennt man dieses Rezept? Ist das vietnamesisch oder? Ja. Alter. Dauert. Hey, das sieht schon Baba aus, muss ich sagen. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist mir sogar zu deutsch und zu deftig in der Regel. Ich bin wirklich fasziniert von diesem Mann. Ich muss ja darum etwas aufgeschlagen.
Naja, Mädels, immer schön vorgehen. Und nie hat er was liegen sparen. Es ist wirklich ein Süßer. Ich lese schon die Räderkommentare. Nee, ich hab schon wieder im Kopf, dass die Leute mich fragen, Rezept bitte. Man sieht's doch, Mann! Aua! Au! Junge! Und diese Unmengen von... Ja, endlich! Endlich habe ich mal so einen Moment drauf. Diese Momente passieren immer auf Film, Alter. Und diese Unmengen von Fett und Zwiebeln, die habe ich hier einfach reingegossen. Das macht mich geil. Mit Huftier. Na, ja, hättest du nicht gedacht, oder? Ich komme gerade vom Training und ich, ja, wenn man das überhaupt Training nennen kann, ich habe die Schnauze voll, aber ich will einfach wieder fit und gesund sein. Es nervt einfach, wenn man nur ein Drittel geben kann. Ja. Schaut euch dann Freddy mal Vlog. Das war wirklich null Anstand. Richtig so mal mir. Ich kann das nicht. Nun, es ist soweit. Mein Bett ist jetzt ausgestattet mit meiner nagelneuen Matratze von M. Lilly. Die kostet übrigens 237€ in dieser Sekunde auf der Website. Link ist natürlich in der Beschreibung. Und ich habe die Konfiguration 1,40 m x 2 m. Die Matratze besteht aus zahlreichen Zonen. Hier oder hier könnte der Kopf sein oder jeweils die Füße. Dann kommt eine sehr weiche Zone, eine mittelweiche Zone und nochmal die weiche. Also man kann in beide Richtungen schlafen. Es ist vollkommen egal, wie man liegt. Jedenfalls ist es wunderbar so angepasst, dass der Körper harte und weiche Stellen zu liegen bekommt. Zudem besteht sie auch noch aus mehreren Schichten. Die wichtigsten dabei sind der Coolflex-Schaumstoff, der Aircell-Schaumstoff und der Responsive-Support-Schaumstoff. Hier sieht man auch nochmal diese Unterschiede des Härtegrades in der Matratze, die auch symmetrisch sind. Es ist der Wahnsinn. Die Matratze ist übrigens 18 cm hoch und hat den Härtegrad H3 und ist zertifiziert mit Ökotex und Certipur. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber es klingt verdammt gut. Wie ihr sehen könnt, gibt es diese Matratze in sehr vielen verschiedenen Größen. Da ist auch bestimmt eure dabei. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und beim Schlafen. Und vielen Dank nochmal an M. Lilly für das Sponsoren dieses Videos. Alter, diese gottverdammten Minusgrade, dieses eiskalte Wetter. Wo bleibt denn der Klimawandel? Verzeihung, ich meine, wo bleibt denn der menschgemachte Klimawandel? Es ist einfach zu kalt. Einfach zu kalt. Einfach zu kalt. Einfach zu kalt. Kennt ihr das eigentlich noch? Die guten alten Nippel von damals. Miep. Aber es ist schon sehr schön, so mit der ganzen weihnachtlichen Deko jetzt wieder. Und im Schnee. Ich meine, es liegt wirklich immer Schnee. Ich verwette zwar mein linkes Ei, dass an Weihnachten wieder kein Schnee liegt, aber man muss ja trotzdem mal kurzzeitig genießen. Prager Straße ist schon schön gemacht. Ah Junge, das erinnert mich immer an Punisher. So eine geile Serie. Hunde, heimlich. Das ist einfach nur absolut wunderschön. Und das Schneewittchen, was will man denn mehr in Dresden? Einfach nur wundervoll. Wirklich, wenn man durch diese Stadt läuft, hat man immer dieselben festen Punkte. Hier vorne steht dann in der Regel auch noch der Herr mit der kommunistischen Flagge. Einfach nur schön. Fühlt man sich wie zu Hause. Na, scheint so, als wäre es dem guten Herrn zu kalt.
Schade. Ist das nicht wunderschön? Schnee zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Junge, der Baum ist dringend weg. Die rote Sau ist mir auch schon wieder ein Dorn im Auge, Junge. Warum ist der Weihnachtsmarkt eigentlich abgesperrt, Alter? Nee, danke Merkel. Ah nee, danke Scholz heißt das jetzt. Mmh. Oh ja, 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 ja. Mmh, aber der Hörchen mit der Hülle, bitte, mit der Hülle. Pass. Kennt ihr euch diesen miesen Maulfick, wenn ihr mies abgebubert habt, Alter? Junge. Er ist einfach nur steif. Der Erzfeind. Aber der gönnt nicht zum Monatsanfang. Er gönnt nicht zum Monatsanfang. Der Hund. Ich verleite junge Menschen in die Spielsucht. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Man muss einfach immer weitermachen. Genau das. Was sagst du da eigentlich dazu? Ich kann doch nicht so schwer sein. Ja. So schwer sein zu gewinnen. Ja, haben wir uns heute eigentlich schon mal komplett vernichtet? Ja, haben wir heute eigentlich schon mal die Packstation entleert. Ganz vergessen. Nein! Hast du was vergessen? Nee. Yeah! Ja, ich! Oh, direkt zwei! Schmulch! Und alles entnommen! Ja. Hä? Ach so. Ich hab nen Hässchen! Ich hab nen Hässchen! Denn Firma Reisebüro Herzberg und Notare. Ah! Ja! Na! Brudi! Ja, haben wir denn heute eigentlich schon mal die Packstation geleert? Wie bitte? Nein. Ah! Alter, sorry für das Geschwätz. Ich bin immer noch dicht. Der grüne Teufel, der war heute sehr, ja, teuflisch. Mm. Das ist übrigens mega geil, Haribo Almdudler, ich komme nicht auf klar. Ja. Empfehlung geht massiv raus.